Ja, neben mir sitzt der Ralf. Ralf, du hast oder den kleinen Vorteil, dass du das eben schon erlebt hast. Du weißt also, was dich erwarten kann. Auch dich möchte ich da zuerst um die Vorstellung bitten. Übrigens für die Twitter-Freunde unter uns, ich habe mich nach dem Hashtag erkundigt. Der ist Blaster, Blaster. Nur wer das mitverfolgen möchte und da auch mittwittern möchte, kann man auch natürlich Fragen stellen. Hashtag ist Blaster. So, Ralf, dann bitte ich dich, du hast 10 Minuten Zeit, dich vorzustellen. Ja, 10 Minuten sind ziemlich kurz. Okay, ich stelle mich da mal vor, ich bin der Ralf Harting. Die meisten von euch, vielen da unten, die kennen mich ja. Ich bin geboren worden in Bad Harzburg, also auf der Westseite des Harzes, vor rund 50 Jahren, sage ich mal so. Und ja, ich bin verheiratet, in Anführungszeichen noch. 4 Kinder, 2 Erwachsene, 2 kleinere. Zwischenzeitlich auch wieder frisch verliebt, aber das ist, glaube ich, alles nicht so interessant für euch. Warum bin ich Pirat geworden? Tja, also ich muss noch dazu sagen, ich bin gelernter Restaurantfachmann, bin dann aber vor rund 20 Jahren schon in die Industrie gegangen, weil da einfach bessere Arbeitszeiten waren. Also der Schichtdienst hat mir wesentlich besser gefallen als der Teildienst in der Gastronomie. Es gibt auch ein bisschen mehr Geld dort. Ja, warum bin ich zu den Piraten gegangen? Ganz einfach deswegen, weil ich festgestellt habe, dass in der letzten Zeit, beziehungsweise in den letzten 10 Jahren, vielleicht sogar ein bisschen länger, unsere Freiheit Schritt für Schritt beschnitten wurde. Es gab da dieses böse 9-11, wo es dann hieß, wir müssten halt unter Umständen mal ein wenig die Sicherheit vor Freiheit stellen, und das ist eben ein großes Problem. Da habe ich sehr große Angst vor gehabt, und deswegen habe ich gedacht, dann muss man die Angst mal überwinden und gegengehen. Das kann man aber nicht, wenn man zu Hause sitzen bleibt, die Füße hochlegt und sagt, naja nun, ist halt so. Da gibt es schon genug Menschen, die das so tun, und da wollte ich dann irgendwann nicht mehr zugehören, und deswegen habe ich gedacht, okay, gehst in die Politik. Wusste nur noch nicht so genau, welche Partei, weil ja eigentlich im Grunde, ob es nun Rot-Grün, Schwarz-Gelb oder Lila-Purpur, haben alle irgendwie dieselbe Geschichte gehabt zur Sicherheit. Und dann kam ich irgendwann mal so vor 1,5 Jahren im Netz durch Zufall, ich weiß gar nicht mehr wie, kam ein Flyer rein von der Piratenpartei Deutschlands. Und dann habe ich gedacht, das sieht ja witzig aus, da klickst du mal drauf. Und dann kam da so ein Grundsatzprogramm, was ich mir so durchgelesen habe, und da musste ich dann so schmunzeln, weil ich gedacht habe, wenn ich sowas früher immer erzählt habe, dann haben sie gesagt, du bist vom anderen Stern. Also sowas kann es gar nicht geben, so dieses humane Denken und dieses freiheitliche Denken, das hat es nie gegeben und das wird es auch nie geben. Und plötzlich lese ich das schwarz auf weiß, dass ich offensichtlich nicht der Einzige bin, der so denkt. Da habe ich mir gedacht, okay, da gehst du hin. Und jetzt bin ich halt bei den Piraten seit gut einem Jahr. Ungefähr, ja, seit 2012. Das war damals auch ganz witzig. Ich bin da in eine Kneipe gegangen in Wernigerode. Dort trafen sich die Piraten, es waren an der Zahl erstmal 2. Die führten immer so ein Face-to-Face-Gespräch. Dann kamen noch 3, 4 weitere Leute dazu, und wir unterhielten uns ganz nett, und dann hieß es plötzlich, ja, es war damals noch der Sven Bischoff, das war damals unser Vorsitzender, der sagte, ja, ich schaffe das alles nicht so ganz alleine. Ich brauche irgendwen, der mir ein bisschen Arbeit abnimmt. Wie wäre es denn so? Kann nicht einer von euch noch ein bisschen das Protokoll schreiben? Ja, dann guckte ich mich so um und keiner wollte es machen. Und bevor mir bewusst wurde, was das für Folgen nach sich zieht, habe ich gesagt, okay, dann mache ich das mal von mir aus. Und seitdem schreibe ich also bei uns im Harzkreis auch die Protokolle. Alles schön transparent, wie sich das bei uns gehört. Und ja, mehr gibt es eigentlich so im Großen und Ganzen gar nicht zu sagen erstmal zu mir. Okay, vielen Dank. Ich habe gerade gehört, ein Klopfen auf dem Tisch erzeugt ein großes Geräusch im Netz. Nur, dass du beim Ich liebe große Geräusche. dran denkst bei den nächsten Ja, klar. Mal. Okay, dann auch für dich. Das war deine Vorstellung. Jetzt haben wir die 5 festen Fragen für dich. Werde sie dir in der Reihenfolge wie beim Roman vorlesen. Du bekommst 2 Minuten Zeit. Und unser Zeitnehmer ist, glaube ich, bereit auch. Die erste Frage: Welche Eigenschaften unterscheiden dich von den anderen Bewerbern, die dich qualifizieren, einen oberen Listenplatz zu bekommen? Unterscheiden ist halt schwer, das kann ich nicht genau sagen, was mich da so unterscheidet. Ich kann nur sagen, warum ich mir zutraue, das zu tun.
Das ist ganz einfach deswegen, weil ich halt eben, ich habe nun mal nicht studiert, ich habe halt eben in Anführungszeichen nur die mittlere Reife. Ich stand im Berufsleben viele Jahrzehnte. Ich kenne also, ich bin auch 8 Jahre im Betriebsrat gewesen, 2 Legislaturperioden. Ich kenne die Probleme an der Basis der Arbeitnehmerschaft, ich kenne die Sorgen und Nöte. Ich weiß, wie zum Beispiel auch Gesetze in der Politik von der Wirtschaft missbraucht werden. Ich sage nur Stichwort Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, ist ein ganz tolles Thema. Und daher denke ich mal, sind das so Sachen, gerade weil man eben aus der Praxis kommt und den Bezug zur Arbeit noch nicht verloren hat, traue ich mir das so weit zu. Das, denke ich, ist, zeichnet mich aus. Okay, gut, danke schön. Die zweite Frage für dich, Ralf. Hast du dich schon darauf vorbereitet, als Kandidat der Piraten Sachsen-Anhalt anzutreten? Und wie sieht diese Vorbereitung aus? Offen gestanden noch nicht wirklich. Ich habe schon mal so ein bisschen geschaut, wie es denn im Bundestag so aussieht, was es da so für Arbeitsgruppen gibt. Also da gab es halt so ein schönes Schriftstück, du bist im Bundestag, das habe ich mir mal durchgelesen, was da so für Arbeit auf einen zukommen könnte. Aber beschäftigt mich damit eigentlich noch nicht, weil das alles noch ziemlich weit weg ist, finde ich. Also ich denke, erstmal abwarten. Okay. Dankeschön. Die dritte Frage. Nicht jeder hat nur Freunde und daher würde mich interessieren, wie du dafür sorgen willst, dass dich auch die Leute unterstützen, denen du in der Vergangenheit auf die Füße getreten hast, beziehungsweise die du vielleicht auch mal persönlich angegriffen hast. Vielleicht mit Waffengewalt. Nein. ich denke, ich habe eigentlich hier noch niemandem richtig auf die Füße getreten. Da bin ich eigentlich auch gar nicht der Typ zu. Ich versuche das alles immer diplomatisch zu regeln. Eigentlich laufe ich mehr mit einer weißen Fahne durch die Gegend als mit einem Kanonenrohr. Bloß im Großen und Ganzen, denke ich mal, gibt es immer Mittel und Wege. Ich bin da auch ziemlich sachlich, dass man eben übereinkommt. Und wenn es da Differenzen gibt, dann muss man eben damit leben. Also gehe ich von mir aus, dann habe ich halt versagt, das verbal zu kommunizieren. Wenn es mir nicht gelingt, die Leute zu überzeugen, dann muss ich eben damit leben. Aber ich denke, im Großen und Ganzen habe ich ein gutes Verhältnis zur Basis und da ist, glaube ich, auch keiner, wüsste ich jetzt spontan nicht, der sich von mir auf die Füße getreten fühlt. Das war's. Okay, danke schön. Die vorletzte Frage. Du möchtest ja als Sprachrohr der Piratenparteibasis in den Bundestag einziehen. Wie schätzt du eigentlich dein Verhältnis zu der Basis ein? Naja, hatte ich ja eben schon kurz erwähnt. Also ich denke, wir haben ein gutes Verhältnis. Die Zusammenarbeit klappt prima. Also ich bin auch in diversen Arbeitskreisen mit dabei, habe jetzt gerade so ein Projekt laufen, das hatte ich bloß eben zeitlich, musste ich das hinten anschieben, da bin ich jetzt gerade wieder dran. Und ja, ich denke schon ganz gut. So? Ja. Okay. Ja, dann das sind jedes Mal unter 2 Minuten. Okay. Mhm. Wir haben ja die Gewissensfreiheit der Abgeordneten. Ja. Wie würdest du mit der Situation umgehen, wenn es zwischen der Basismeinung und der persönlichen Meinung Abweichungen gibt und du vor einer Abstimmung stehen würdest? Da gibt es für mich eigentlich überhaupt nichts zu überlegen. Ich sage, wie gesagt, ich habe es auch immer herausgehoben, dass ein Politiker immer nach Recht und Gewissen zu entscheiden hat. Es wäre mein Gewissen schlecht bestellt, wenn ich meine Meinung, die ich habe, wo ich davon überzeugt bin, dass sie richtig ist, zugunsten einer Mehrheit opfern würde. Das würde ich also nicht tun. Ganz einfach, weil ich denke, es hat in der Vergangenheit viele politische Entscheidungen gegeben, die darauf hinausgelaufen sind. Ich sage Fraktionszwang. Es werden Gesetze verabschiedet und die ganze Partei steht hinter diesem Gesetz und hinterher in Interviews heißt es dann, gut, eigentlich bin ich ja gar nicht dafür gewesen, aber ich musste nun halt zähneknirschend dafür stimmen. Nein, wenn ich dagegen bin, dann stimme ich auch dagegen. Und das ist dann unabhängig, ob die Basis jetzt eine andere Meinung hat oder nicht, weil es kommt immer vor, dass Meinungen mal abweichen. Auch das war, glaube ich, wieder unter 2 Minuten. Gefühlt und sicherlich auch real. Ja, okay, das waren die 5 Fragen. Ja. Ich nur noch ganz kurz dazu, du kriegst natürlich von mir ein Lächeln, aber du kriegst kein Nicken oder kein Nein, ne, wegen der Neutralität. Nee, ist richtig. Ja, nicht, dass du das falsch verstehst. Nur, dass da jeder die gleichen Voraussetzungen hat. Und da halten wir uns nachher dann drüber. Das können wir gerne tun. So, dann frage ich jetzt erstmal ins Publikum, gibt es eine Frage? Bitteschön. Frau Schawal hat ja gestern ihren Rücktritt eingereicht. Und ist ja auch zurückgetreten.
Ich möchte ganz gerne wissen, wie du diesen Fall einschätzt und die Konsequenz, die sie daraus gezogen hat. Gut, jetzt muss man natürlich wieder bewerten, also dieses Plagiat kommt nach 30, 35 Jahren ans Licht. So war es ja auch bei Dr. zu Guttenberg, genau das Gleiche. Nun habe ich im ersten Moment ganz spontan überlegt und Angst bekommen, wenn das also so bedeutenden Politikern passiert. Nach 30 Jahren kommt sowas ans Licht, was wie viele Doktoren, Professoren mögen rumlaufen, die ihre Doktorarbeit gefälscht haben, ohne dass es bekannt wird, weil sie eben nicht so populär sind. Nein, das habe ich damit jetzt nicht sagen wollen. Das ist erstmal Punkt 1. Zum anderen ist eben, Frau Schawan hat sich natürlich auch ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt damals bei zu Guttenberg, als sie gesagt hat, ich schäme mich nicht nur innerlich dafür, sondern auch nach außen hin. Da müsste ihr ja eigentlich schon längst klar gewesen sein, dass das nicht der Weisheit letzter Schritt gewesen ist. Also ich finde, es ist richtig und wichtig, dass sie zurückgetreten ist. Frau Merkel hätte sie nicht mehr halten können. Denn als Bildungsministerin ist das immer noch was anderes, als wenn man Verteidigungsminister ist. Da kann man nicht sagen, ich habe ihn nicht als Doktor, sondern als Verteidigungsminister geholt. Das ist da ein bisschen schwer. Also ich finde diese Entscheidung vollkommen in Ordnung. Okay, Dankeschön. Haben wir Fragen, liebes Netz, haben wir Fragen von dir? Nein, das Netz hat keine Fragen. Das Netz hat keine Fragen. Dann gerne die nächste aus dem Publikum. Ralf, ich habe auch an dich die Frage, weil, wie gesagt, Kandidaten, die werden halt auch mit unliebsamen konfrontiert. Mhm. Meine Frage, wie gehst du mit unliebsamen Anfragen um? Also Fragen, die dir in Anführungszeichen nicht in den Kram passen und nicht in dein Weltbild. Wie ist das, wenn das an dich herangefragt wird? Wie gehst du damit um? Unliebsame Fragen sind willkommen, weil ich ja dann meine Meinung äußern kann, dass ich damit nicht einverstanden bin, dass ich ein anderes Weltbild habe. Also ich würde es nicht ignorieren, ich würde darauf eingehen. Ich meine auch Anfragen, also Anfragen an dich, wenn es zum Beispiel in deiner Arbeit als Bundestag geht. Ja, das Zauberwort lautet Transparenz, offen darlegen, ganz einfach darauf antworten. Okay, Dankeschön. Haben wir noch eine Frage? Bitteschön. Wie möchtest du uns, ins Harzer, mit einbinden in deinen Wahlkampf? Ja, da gibt es ja halt im Netz zum Beispiel Liquid Feedback, Mumble, dass wir Stammtische machen, uns an den Stammtischen treffen, dass wir halt eben präsent sind, sowohl im Netz als auch eben von Face to Face. Halt Aufgabenverteilung muss man eben sehen, da gibt es ja genug Leute, die Talent für dieses und jenes haben, Flyer verteilen etc., Plakate aufhängen, Netzfragen beantworten. Also ich denke, da gibt es genug Möglichkeiten, wo wir zusammenarbeiten können. Okay. Haben wir noch Fragen aus unserer Reihe? Bitteschön. Ich habe selber gesagt, du hast eine Frau, noch eine Frau und vier Kinder, das ist eine ziemliche familiäre Belastung. Wie schätzt du ein, hast du die Unterstützung deiner Familie, wenn es darum geht, dann doch nicht mehr so oft zu Hause sein zu können, wenn du dich in diesen politischen Stress hineinstürzt, dort Kandidat an oberster Stelle zu sein, auf jeden anderen Termin nebeneinander stehen zu müssen? Ich würde sagen, unter normalen Umständen wäre das schon ziemlich schwer. Da das bei mir aber nun keine normalen Umstände sind, kann ich das ganz gut vereinbaren, weil meine Familie im weitesten Sinne zwar versteht, dass ich das machen muss, aber große Unterstützung kommt da nicht. Das regle ich eigentlich alles allein. Also von daher gibt es da überhaupt kein Problem. Okay. Dankeschön. So, ich habe vier Striche. Die Striche sind nicht da, weil ich irgendwas mir aufschreibe für mich, sondern die sind einfach, dass ich nicht vergesse, wie viele Fragen wir schon haben. Vier Striche habe ich, eine hätten wir noch. Gibt es noch Fragen? Nein, gibt es nicht. Gut, dann bemühen wir sie ein erstes Mal. Oh ja. Ich werde mischen. Ich bin der Mischer und du darfst deine eigene Frage ziehen. So, jetzt schon Röntgenblick, die passende Frage. So. Den gibst du mir? Ups, bitte. Das waren sogar zwei. Auch da kannst du noch einmal wählen zwischen den beiden? Okay. So, dann lese ich die Frage vor. Hast du schon Ideen oder Konzepte, wie du deine Arbeit im Bundestag transparent gestalten wirst? Naja, also ich denke mal, jede Sitzung wird halt protokolliert.
Entscheidungen werden auch Schritt für Schritt festgehalten. Interviews immer gerne bereit. Jeden Schritt auch gedanklich, wie er zustande gekommen ist, offen darlegen. Wie es eben halt unsere Philosophie der Piraten besagt, dass alles offen und transparent dargelegt wird. Es ist mir auch unheimlich wichtig, dass Entscheidungsfindungen Schritt für Schritt erklärt werden, wie sie zustande gekommen sind, auch welche Akteure daran beteiligt gewesen sind oder noch daran beteiligt sein werden. Das ist ja eben unsere Art von Politik, dass wir eben da nichts hinter verschlossenen Türen machen. Und von daher denke ich, jeder Schritt, der von mir beraten wird mit meinen Freunden, Parteifreunden, beziehungsweise auch im Plenarsaal, wird auch praktisch in der nächsten Sekunde offen dargelegt. Okay. Ja, dann danke ich dir. Wir sind in unserem Vorstellungsprogramm durch. Du hast dich vorgestellt, du hattest 5 feste Fragen, 4 Fragen aus dem Publikum, 1 aus dem Topf. Dann sind wir an dem Punkt, wo wir wieder 10 Minuten Pause machen. Wir verabschieden uns kurz vom Stream und sind in pünktlich 10 Minuten wieder da. Okay.